Das ist spannend und für mich ist nach wie vor die Freifolge, kurz als Fußgehen bezeichnet, die wohl größte Herausforderung im Hundesport überhaupt. Da scheiden sich die Geister. Siegertypus. Also, lasst uns versuchen, ein Siegertypus zu sein. Im Annähern zum Richter und dann vor allem in der Präsentation, wenn wir sagen, wer wir sind und was wir machen. Gegen Ende hat der Hund dann die Nase am Boden gehabt. Im Training müssen wir schauen, dass wir das durch Stimulation wegkriegen. Bitte schön, annähern. Ja, sprich ruhig mit ihm. Ja. Und noch näher annähern? Das war jetzt super. Ja, prima. Gut, er meldet sich an. Ups. Mit uns. Mit Ups. Mit Ups. Und man schaut natürlich nicht auf den Boden, sondern ich will ja von A nach B gehen, ich schaue in den Horizont und ich schaue wie ein Sieger. Ich will da hinkommen, ich traue es mir zu, ich kann das. Jetzt baue ich die Kraft auch, ich mobilisiere meinen ganzen Körper, meine Psyche. Ich möchte da hinkommen, ich habe was vor dort. Dann atme ich ein, was natürlich ist, bevor ich einen Schritt tue. Atme ein und dann gehe ich im vollen Bewusstsein, dass ich jetzt was Tolles mache und dorthin komme, ein Siegertypus bin, gehe ich den ersten Schritt. Und der Hund wird mitkommen. Stimmungsübertragung. Das wollen wir jetzt gemeinsam üben. Wir stellen uns auf, wie immer, von unten nach oben. Holen nochmal kurz Kontakt bitte zum Hund. Lächeln ihn an. Wir atmen ein. Und linkes Bein vor und rechter Arm. Und dann gehen wir. Gut. Aber ein Fehler, den man immer wieder sieht. Die Menschen machen das Gleiche wie die Hunde. Nach dem ersten Schritt, Blick runter. Das kann man überhaupt verfolgen. Die Hundeführer haben fast alle immer den Blick am Boden. Und das ist sicher kein Siegertypus. Wer es beherrscht, wer es kann, der schaut an den Horizont und nicht auf den Boden.